Der rote Puppenwagen. Es war an einem kalten, eisigen Winternachmittag, als Anna mit ihrer Mutter aus dem großen grauen Haus trat, an dem ein weißes Schild hing. Zahnarzt Dr. Singer. Anna fühlte mit der Zunge über ihre Zähne. Das schmeckte so komisch. Bloß gut, dass es überstanden war. Sie hörte noch Frau Brandl, die über ihnen wohnte, vorwurfsvoll zu ihrer Mutter sagen, in dem Alter schon schlechte Zähne? Und dabei musste sie den Mund aufmachen und Frau Brandl ihre löcherigen Zähne zeigen. Die guckte über ihre Brille hinweg in Annas Mund und Anna musste einen Augenblick der Versuchung widerstehen, ihre Zunge nicht herauszustrecken. An all das dachte Anna, als sie ihre Mütze noch mehr über die Ohren zog, denn es war mächtig kalt. Der Himmel war grau und schwer. Und Anna wünschte sich, dass die grauen Wolken platzen und heraus viel weißer Schnee auf die Erde herabrieselte, denn es war ja nicht mehr lange bis Weihnachten. Ach, wenn sie an Weihnachten dachte, und an den Wunschzettel, den sie geschrieben hatte, schlug ihr Herz plötzlich schneller. Aber das Christkind wusste es ja auch. Sie wünschte sich nur und sonst überhaupt nichts. Genau genommen den roten Puppenwagen, der dort drüben im Schaufenster stand, zwischen den vielen anderen Spielsachen, an denen sie auch heute vorbeigingen. Die vielen Lichterketten über den Straßen leuchteten ganz weihnachtlich und alle Schaufenster waren erleuchtet und geschmückt mit bunten, glänzenden Sternen. Anna sah das alles mit leuchtenden Augen. Aber die Erwachsenen drängten und hasteten vorüber und machten alle so ernste, fremde Gesichter. Schon von Weitem entdeckte sie in dem großen Schaufenster den heißersehenden Puppenwagen, wie er sich rot und wunderschön hervorhob zwischen den unzähligen Spielsachen. Anna wurde es ganz heiß ums Herz und als sie vor dem Fenster stand, drückte sie ihre gerötete Nase dicht an die Scheibe und schaute und schaute und schaute und konnte sich nicht satt sehen. Im Schaufenster war hinten an der Wand ein großer Nikolaus aus Pappe angebracht mit einem weißen dicken Pudelmütze auf dem Kopf und einem langen weißen Eiszapfenbart. Der schaute ziemlich grimmig auf die Leute. So kam es Anna jedenfalls vor. Ganz plötzlich stand neben ihr ein kleines Mädchen, das sein Näschen auch in die Scheibe drückte. Das Kind hatte unter seiner Mütze ganz schwarze, gekringelte Haare und in dem braunen Gesichtchen leuchteten große, schwarze Augen. Und Anna sah auf einmal, wohin diese Augen schauten, ganz sehnsüchtig und auch etwas traurig. Zu dem roten Puppenwagen, zu ihrem Puppenwagen. Das kleine Mädchen wünschte sich bestimmt auch den roten Puppenwagen. Anna sah von dem Mädchen neben sich auf den Nikolaus, der so grimmig herabschaute, dann auf den geliebten Puppenwagen, dann wieder auf den Nikolaus, der eben noch so strafend schaute. Plötzlich lächelte er, so kam es Anna vor, und um die Augen hatte er kleine Lachfalten. Ja, ganz sicher, der Nikolaus lächelte. Anna war es ganz sonderbar zumute. Auf dem Heimweg kam es ihr vor, als ob die Menschen langsamer gingen und es nicht mehr so eilig hatten. Und wahrhaftig, die Gesichter waren nicht mehr so verschlossen. Nein, sie sahen alle so freundlich aus. Und lächelten sie nicht manchmal im Vorbeigehen Anna zu?